Herzlich willkommen zu den zweiten Planungstagen für Gerüstbauunternehmer hier in Bad Alexandersbad bei Helfrecht. Mein Name ist Merko Hajir von der Firma Merko Gerüstbau. Hallo, ich bin Christian Lenglich, ich bin 42 Jahre alt, komme aus Hannover, arbeite bei dem Gerüstbaubetrieb Gerüstbau Samitz GmbH. Ja, ich bin Daniel Samitz, ich gehöre zu Gerüstbau Samitz GmbH. Hallo, ich bin der Franz Paul, ich bin der Chef und der Leiter der Firma Franz Paul Gerüstbau. So, Marcel Baldes, Geschäftsführer von der Firma Baldes Gerüstbau GmbH aus Roxheim. Mein Name ist Andreas Kissling von Firma Baldes Gerüstbau. So, mein Name ist Roland Bischoff. Ich bin Unternehmensberater und gehöre zum Team von Thomas Schäfer, der Premium Consult. Was ich für mich am wichtigsten fand oder am meisten, war dieser Unterschied zwischen den dringenden Zielen und den wichtigen Zielen. Und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe die Zeit wirklich genossen. Man konnte sehr viel lernen, auch für junge Leute. Mich persönlich hat es sehr gefreut, hier dabei sein zu dürfen, weil es einfach eine super informative Veranstaltung, auch branchenspezifisch ist. Das, was wir am ersten Seminar erarbeitet haben, habe ich jetzt am zweiten Seminar nochmal wiederholen dürfen und habe tatsächlich festgestellt, wir haben von Punkten, die Rang 1 hatten, von 5 Punkten, haben wir 4 abgearbeitet. Gleich, wie gut das Unternehmen an sich läuft. Es gibt immer Punkte, die zu optimieren sind. Aber das Ergebnis wird sicher sein, dass sie sehr erfolgreicher sind wie seither. Und auch dort wollen wir die natürlich dabei weiter unterstützen. Es hat einem viele Sachen gezeigt, die im eigenen Betrieb genauso laufen. Viele Sachen, die man auch richtig macht, aber auch auf den Punkt genau die Sachen, die man falsch macht. Würdest du es weiterempfehlen? Ja, definitiv. Hier wurden wertvolle Kontakte geknüpft, Netzwerke und viele, viele tolle Ideen und Anregungen mit nach Hause genommen, die dann in der Praxis ihre Umsetzung finden. Und ja, bucht eure Termine.